Und so wird das Opfer zum Täter. Hallo, willkommen zu meiner Kanalzerstörungsqualifikation. Da mich ja der gute Darwin in seiner MKB-1-Qualifikation angeblich zerstört hat, werde ich diesen Hund nun auch zerstören. Nun schauen wir uns seinen ganz alten Kanal Grün Darwin an, da Darwin ja auch bei mir auf 2 Jahre alte Videos eingegangen ist. Grün Darwin, aka der Kanal, der Blaue nachmachen wollte und überraschenderweise ein wenig Erfolg fand. Naja, ob es das lohnenswert war mit solchen Kommentaren hier? Kannst du mich grüßen? Ich heiße Tizian. Du bist das heißeste Mädchen. Mädchen, willst du mit mir Sex haben? Ja, Darwins Community war nie die beste. Sehr inkompetent. Und wie jeder weiß, wie die Community, so der YouTuber. Ich meine, guckt euch mal das Kanaldesign an. Das sieht richtig hässlich aus, du kleiner dreckiger Fisch. Und die Frage, die sich jeder stellt, ist, warum keine ganzen Folgen? Was für du kriegst mit Copyright-Probleme? Denkst du, Kiss-Cartoon oder Kiss-Anime hätte Copyright-Probleme? Natürlich nicht, weil die ja auch kompetent sind. Du hingegen kriegst nicht mal auf die Reihe, einen Claim von Warner Bros. Aus dem Weg zu gehen. Ernsthaft, Darwin? Dein Name passt ziemlich zu Darwin aus Die Expedition der Stachelbären. Versteht ihr? Nun rüber zu Darwimations. Es ist doch etwas traurig, wenn das letzte Video auf dem Kanal ein April-Scherz ist. Haha, ich zeige meine echte Stimme. Du dreckiger Hund, Alter. Du wurdest damals schon von einem Diss-Track auf einem Kanal, der Max Starkey gehört, zerstört. Muss ich da mehr sagen? Oh ja, ich schaue mir mal ganz kurz die Playlist an und höre direkt das. Ja, Leute, kennt ihr Striker Sans? Nun ja, er hatte mal eine Serie namens Alles falsch. Was soll dieser verdammte Stimmverzerrer? Alter, der ist so unerträglich, man könnte meinen, du wärst Teil der Chipmunks. Und ich meine, du wärst der Grüne, weil der dumm ist. Und du bist auch dumm. Alles passt perfekt zusammen. Und guck mal, hier hat Hockey Dude kommentiert. Warte mal. Hast du nicht? Ihr seht also schon, Darwin ist der größte Hund, Fisch, Chipmunk und Affe dieses Planeten. Aber das ist noch nicht alles. Er macht ein Video über den Winter. Im verdammten Herbst. Wie dumm kann man denn sein? Vor allem, wenn man auch noch andere kritisiert. Darwin, schäm dich einfach. Man kann sagen, was man will. Aber ich habe den Jungen hiermit einfach zerstört. Ich steige jetzt in diese Wild Animal Racing Rakete rein und fliege bis zum Mond und komme erst wieder, wenn mein erstes Battle ist. Boom, Leute. Boom.